Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und eventuell hast du vielleicht bemerkt, dass, wenn du schon etwas öfters eingeschaltet hast, diesmal 480p sind. Ich weiß auch nicht wieso, aber eigentlich habe ich 1080p aufgenommen. Aber das sind wohl einige Einstellungen verrutscht. Da muss ich mich auch noch gleich drum kümmern. Aber wahrscheinlich wird dieses Video in 480p ausgestrahlt. Ich hoffe, das macht dir euch aber nichts aus. Und dann starten wir auch schon gleich ins Video. Hatte ich nicht Monster auf aus? Egal. Das ist eigentlich egal, das ist eigentlich ganz praktisch, dass wir es anhaben, denn wir wollten ja weitermachen. Jetzt weiß ich auch nicht, ich hoffe, das ist jetzt das, ja, wir heißen Steve, das hat aber auch seinen Sinn. Doch, ja, müsste das sein. So, wir müssen gucken, was wollten wir als nächstes machen. Ich muss erstmal überlegen, wir hatten gut markiert, wer wir schon waren. Jetzt müssen wir natürlich gleich mal gucken, dass ich hier wieder meinen Timer anbekomme, weil ich es mal wieder alles vergessen habe. 2, 1, 2. Ja, so. Dann gehen wir mal hier rüber. Und hier waren wir schon. Hier war dieser Monster-Spawner, nicht wahr? Genau. Oder? Oh, ne, hier geht ein Stockwerk tiefer. Okay. Dann geht er gleich mal runter. Das sieht doch sehr interessant aus da oben. Eine geile Höhle. Haben wir die selbst gebuddelt? Nee, doch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sieht aber so aus, als hätten die selbst gebuddelt. Da müssen wir uns nochmal eine andere suchen. Stimmt, das war unser Geheimtunnel. Da drinnen haben wir uns durchgegraben wegen dem Monster-Spawner. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal das nächste Stockwerk. Haha, Eisenschwert. Bin cooler als du. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Tja, dann geht es jetzt ins Dunkle runter. Ins Dunkle. Soll ich so wie reden wie immer? Das Mysterium steht ins Gesicht geschrieben. Keiner weiß es. Jeder weiß. Diesen Zombie! Hallo! Tschüss! So. Dann wollen wir doch gleich mal weitergehen. Nee, die Helligkeit, Leute, ist mir arg dunkel. Options, das war ja unter Brightness. Ja, so gefällt mir das ganze Game da schon eher. Du brauchst nicht mehr jeden Meter eine Fackel. Wieso schwer, wenn es auch einfach geht? Und diese Höhle ist verdammt groß. Lapis Lazuli. Ja, das kennen wir irgendwie aus Minecraft Multi. Aber die Map ist ein wenig anders, was ich auch ehrlich gesagt gut finde. Dass, wir müssen irgendwas rauswerfen. Tschüssi, Gravel. Bingo. Ein wenig haben wir schon bekommen. Hält sich in Grenzen. Das ist eine ganze Menge. So. Hier das noch. Es bin ein bisschen still. Ich kann mal noch. Das kann doch nicht angehen. Ja, bau für uns die Sachen weg. So. Muss ich nicht mehr so viel tun. Auch nicht schlecht. Halle Julia, was haben wir denn da? Unseren guten alten Freund, den Zombie. Gefahr erkannt, Gefahr. Gebannt. So. Gleich noch die Ursache vom Wasser, aber als erstes holen wir uns das hier. Einfach, weil es schnell und zügiger geht. Psst, 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 Trick 17. Außerdem bringt uns das wunderschöne Wasser die Kohle direkt vor die Füße. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. So.
So, die Ursache gehe ich, ganz so still. Folgend auf den Grund. Aha, damit die wieder fließt. Bin ich böse? Wow. Okay. Hä? Hallo, Steve. Mein Steve-Name. Ja, was habt ihr denn? Nur weil ich Steve heiße. So. Da oben noch irgendwas? Nein. Na gut. Dann gehen wir mal zurück. Ja, hier in der Höhle ist ja nichts mehr. Wenn ihr irgendwas seht, schreibt es ja noch in die Kommentare. Achso, natürlich, schreibt natürlich bei Fragt doch mal den Ortleit. Bitte nicht hier schreiben. Das werde ich nämlich nicht äußerlich beachten. Schreibt in die Kommentare. Ja, zu Fragt doch mal den Ortleit. Natürlich da in die Kommentare, nicht hier. Das hat hier in. Ich werde es eventuell auch hier beantworten, ja, aber bitte nicht. Dafür gibt es den anderen Jet. Ja. Das ist jetzt wirklich nur für dieses Spiel hier gedacht, beziehungsweise ja. Private Fragen, also Fragen gehen eigentlich immer. Ihr könnt mir immer Fragen stellen, egal wo, aber wenn ihr es fragt, doch mal den Ortleit Fragen sind, dann bitte doch. Und dann fragt doch mal den Ortleit, weil dann muss ich nicht danach suchen. Und eventuell habt ihr dann so weniger Chancen, dass es dann drangenommen wird. So, wir haben immer noch unser Stein, aber das ist eigentlich vollkommen egal, ob wir jetzt hier mit Stein oder mit Eisen arbeiten. Das eine ist halt schneller. Das andere langsamer, das ist eigentlich vollkommen wurscht. Eisen haben wir im Prinzip genug, das sind die Grundlagen und mehr brauchen wir auch nicht. Wenn wir was brauchen, dann holen wir uns das. Ist mal hier, backt doch irgendwas immer in der Ecke rum? Nee, tut's auch nicht. Voll in Gedanken. So, jetzt müssen wir mal hier hochgehen. Eins, zwei, drei. Das brauchen wir eh nicht. Schreibt mir doch übrigens mal unten Anregungen, was wir so bauen könnten. Das würde mich schon mal interessieren, auf was ihr Bock habt so. Das ist, ja, ist ja auch im Prinzip eure Welt, nicht nur meine. Wenn ihr das denkt, viele mögen das vielleicht denken. Ich denke da eher so dran, dass es unsere Welt ist. Wir gestalten die, wie uns sie gefällt. Und dann rückst du noch unser Eisen. Perfekt. Und wenn uns die Welt nicht gefällt, dann gefällt sie uns halt eben nicht. Oh Gott. Freunde, lasst uns einigen. Bitte. Okay, ihr habt den schweren Weg gewollt, jetzt gehe ich dagegen vor. Feder. Apropos, ich habe einen Zeppelin-Mod, damit könnten wir uns zwar kein großes, aber zum Beispiel ein kleines Häuschen bauen und damit tatsächlich wegfliegen. Wenn ihr darin Interesse habt oder so, nach so einem Fahrstuhl oder so, mit zum Beispiel schnell auf die andere Insel kämen, dann schreibt das doch in die Kommentare, dann werde ich das natürlich berücksichtigen. Und werde mir bezüglich der einen Gedanken machen. Natürlich soll dieser Fahrstuhl natürlich nicht als Overpowered-Gerät nennen, wenn mich irgendjemand angreift. Ich habe hier im Hintergrund gerade Fernseher laufen. Jemand angreift, dann, dass ich das dann jedes Mal verwenden kann, darf, will. Sondern nur zu gegebenen Anlässen. Wenn das dann auch wirklich das, ja, anders dazu ist. Ich muss ganz kurz mal auf die Zeit gucken. Noch 6 Minuten haben wir. Alter, was hat die denn gemacht? Springt so kurz vor meinem Gesicht nach oben und. The fuck? That's something crazy. Bevor sie uns bemerken. Psst, psst. Oh, wir haben schon Abend. Dann sollen wir ganz schnell mal hier drüber sprinten. Diese Grafik, ich finde die immer noch klasse. 1080p sind wirklich Hammer. Aber wir müssen jetzt auch mal ganz schnell hier Bad Bad gehen. Nicht in die Augen gucken.
Hahaha. Tot, 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 tot. Und schlafen gehen. Ja, dann bauen wir doch gerade hier draußen weiter. Hier bauen wir uns so ein kurzes Vordach, glaube ich. Was mache ich denn da gerade? Kein Vordach. Ich würde sogar sagen, zwei reichen vollkommen. Vor allem, weil wir jetzt sechs Zäune haben, das reicht dicke. Und bauen uns hier. Das sieht irgendwie geil aus. Tut mir leid, aber es sieht cool aus. Ich finde dieses kleine Häuschen eigentlich richtig nice. Es hat bis jetzt was. Also wenn wir hier noch ein Spitzdach oder so draufsetzen in einer anderen Farbe, dann würde ich sagen, dann hat das wirklich was. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal so. Ja, was wollten wir noch hier nur bauen? Wir sollten vielleicht erstmal unser Eisen einschmelzen. Damit können wir nämlich sonst nichts anfangen. Kohleblöcke. Okay, der geht locker, was? So. Ja, was bauen wir hier hin? Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt eigentlich. Keine Ahnung, was wir jetzt bauen könnten. Das Ding, der regt mich auf. Was bauen wir uns denn jetzt noch? Das ist eine echt scheiß Frage. Ich würde mir ja am liebsten eigentlich alles hier so Strand machen. So ein Dr. Doom-Keller da. Der wird es mir schon übelst bringen, Alter. Dr. Doom. Alter, was übel. Das ist einfach nur übel. Was soll ich bauen? Vielleicht eine Brücke darüber. Ja, eine Brücke darüber bauen wir uns mal. Aber von hier. Wir bauen jetzt immer Stück für Stück weiter. Ihr seht, ich bin ein äußerster Profi da drin. Wer hier neu einschaltet. Sachen von oben nach unten zu bauen. Also mache ich das natürlich immer vom Wasser aus, was es natürlich deutlich 10-mal einfacher macht für den Autonormalverbraucher. Aber ihr seid bei Ortleit. Und bei Ortleit wird das so gemacht. Und wenn das bei Ortleit so gemacht wird, dann wächst auch unter Wasser Gras. Nur weil es das kann. Weil es hier bei mir ist. Schaf. Das ist ein Schaf, ja. Schafschuhn. Ich mag schöne Schafe. Okay, das geht mir zu weit. Okay, nur noch 33. So. So, dann haben wir noch das hier und das da und das da. Wir brauchen so eine Monsterinsel. Also wir müssen irgendwie alles mal einteilen, weil ich habe irgendwie keinen Bock auf der Hauptinsel immer wieder Bekanntschaft mit großen Monstern zu machen. Oder mit sehr viel Spaß. So, ich würde sagen, führen wir einfach hier diesen Keller weiter aus. Und bauen uns hier ein. Ja, wir können uns ja eigentlich eine Base oder so reinbauen. Das wäre eigentlich vielleicht gar nicht so schlecht. Mal sehen, was hier draus wird. Das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Ich denke mal, wir machen jetzt auch gleich Schluss. Aber ich will auf jeden Fall diese Brücke noch nach hinten vervollständigen. Stimmt, so eine Base wäre hier drin gar nicht mal so schlecht. Da müsste ich noch einen Block tiefer gehen.
Soviel dazu. So hast du immer drei Stufen. Dann machen wir uns hier so einen geilen Partykeller oder so rein, keine Ahnung. Irgend so ein. Oder so ein Lagerkeller, das wäre ja geil. Wie die Ideen alle fließen. Und das sehen wir dann aber. Oh, ich hatte so ganz viele ganze geile Enden. Diese Reihe bauen wir noch ab. Dann ist aber gleich Schluss, ihr Schlawiner. So, nee, das hat jetzt etwas gay geklungen. Genauso wie diese Spinne sterben wird. Wir müssen hier. Das ist mein iPod im Hintergrund, wer es mal schon mal hören wollte. Mein iSchrott. Scherz. Ein bisschen überziehen kann man immer jetzt. Beschwer dich, meine du blödes Teil. Ich will noch ein bisschen kurz bauen. Ich habe gerade Lust dazu, da habt ihr Glück. Also Glück, wenn ihr das hier sehen wolltet. Pech, wenn ihr es nicht sehen wolltet, weil dann könnt ihr mich mal. Nein, Scherz. Und ich hab mich beleidigt. Na und? So. Steincutter. Ich hätte mir das doch mit Slabs machen sollen. Ich hatte gerade mal genug für IF. 6 Slabs. Okay. Für als prophylaktische Brücke reicht das hier erstmal vollkommen, würde ich sagen. So, aber so viel dazu. Ich würde mal sagen, schalten wir die Monster aus. Ihr wisst, kennt mich ja. Ich vergesse dann das immer. Difficulty auf runter. Erinnert mich, wie gesagt, immer in den Kommentaren unten dran, dass ich das bloß wieder anmachen soll. Wenn ihr wollt. Ich kann es auch rauslassen. Dann gucken wir hier noch ran. Oh, 33. Das noch rausnehmen. Und dann haben wir hier schon wieder volles Invi. Und dann machen wir uns bald auch mal hier demnächst hier ein schönes Feld. Weil wir auch mal Essen anpflanzen wollen. Aber wo wir das hinmachen, das entscheiden wir natürlich beim nächsten Mal. Bei Let's Play Minecraft. Und damit sage ich Ciao, ohne Intro, ohne Outro. Ciao, bis zum nächsten Mal.